Wunderkind Audiobooks präsentiert Chaoskuss. Die Chaosreihe Band 1 von Theresa Sporrer. Gelesen von Constanze Buttmann. Ich akzeptiere das Chaos. Ich bin mir nicht sicher, ob es mich akzeptiert. Bob Dylan. Prolog. Das Leben ist kein Fantasy-Roman. Ich wusste schon immer, dass ich eine Hexe bin. Das war kein dunkles Familiengeheimnis, das eines Tages aufgedeckt wurde und mein ganzes Weltbild ins Wanken brachte. Keine geheime Organisation, die mich an ein mysteriöses Internat voller attraktiver Mitschüler brachte. Es existierte keine rätselhafte Prophezeiung mit inkludiertem heißen, aber grummeligen Gefährten für mich, in den ich mich natürlich unsterblich verliebte. Nein, es war alles viel gewöhnlicher. Versteht mich nicht falsch, es wäre mir sogar lieber gewesen, wenn mein Leben noch eine Spur normaler gewesen wäre. Ich hatte meine Kindheit bei meiner Großmutter, Mutter und Tante in einer verschlafenen Stadt in Maryland verlebt. Ich war die erste Hexe einer neuen Generation in diesem Coven und wurde natürlich von allen verhätschelt, außer... Wenn du noch einmal einem Kind auf dem Spielplatz erzählst, dass du eine Hexe bist, bekommst du einen Monat lang Fernsehverbot, hatte meine Mutter eines Tages an meinem Bett gesagt. Ich musste ungefähr 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein. Sie drohte nie, denn ihre vampirischen Gene machten sie furchteinflößend genug. In meiner Erinnerung glänzten ihre Fangzähne im Licht meines Nachtlichts wie die Fänge einer Kobra. Sei ein braves, geschöpftes Chaos, sonst holt dich noch Anubis, der Herr der Unterwelt. Wenn dein Herz nicht rein ist, dann wird Amit es mit einem Haps verschlingen. Und jetzt gute Nacht und schlaf schön, mein kleiner Schatz. Unser Coven ging auf hohe Priesterinnen aus dem alten Ägypten zurück und selbst nach Jahrtausenden war unsere Magie ungebrochen stark. Schon als kleines Kind wurde ich deshalb in Magie unterrichtet und bekam Kampftraining. Selbstverständlich von meiner Familie und nicht auf einer edlen Zauberschule, die wie ein Luxusinternat anmutete und nur Models als Schülerinnen und Schüler beherbergte. Meine Tante Harmony brachte mir Heilzauber bei, die sie als Ärztin ab und zu anwendete. Meine Mutter war im Gegensatz spezialisiert auf alles, was zerstörerisch war. Manchmal musste ich mitten in der Nacht Unterricht nehmen, weil meine Mutter das Sonnenlicht als Halbvampirin nicht gut vertrug. Ich selbst hatte absolut keine vampirischen Attribute abbekommen, weshalb ich dann bei strahlendem Sonnenschein hundemüde zur Schule musste. Meine Großmutter beherrschte als Matriarchin der Familie alles und wachte streng über mein Kampftraining. Eigentlich dachte ich immer, dass ich irgendwann, in einem Jahrhundert oder zwei, in ihre Fußstapfen treten würde. Aber dann kam er. Und alles, was er mit sich brachte, war Chaos. Erstes Kapitel. Du nennst mich Hexe, als wäre es etwas Schlechtes. Der Tag begann damit, dass mir eine Voodoo-Puppe eine Ohrfeige verpasste. Das war nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhörte. Voodoo-Puppen besaßen, ähnlich wie Puppen, weiche Watteärmchen. Lediglich der sackähnliche Stoff kratzte an meiner Wange und störte meinen tiefen Schlaf. »Steh endlich auf, May!« zeterte eine weibliche Stimme. »Wegen dir kommen wir wieder mal viel zu spät zum Unterricht. Ich will nicht schon wieder nachsitzen!« Vorsichtig blinzelte ich. Albert, die gewalttätige Voodoo-Puppe, blickte mich mitleidig.